Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute: WWE lässt sich den ehemaligen Namen von John Moxley claimen. Außerdem haben wir noch Kenny Omega, der über die aktuelle All Elite Frauen Division quatscht. Und noch vieles mehr, deswegen dranbleiben. So Freunde, bevor es losgeht, heute ist ja eigentlich der Black Friday und daher gibt es natürlich auch wieder Rabatte über alles. Und wir hatten ja eigentlich jetzt schon die ganze Zeit die Black Week bei Neosubs und Smilodogs, wo es halt übelst viele Rabatte gab. Aber wir hauen nochmal einen drauf, denn ab jetzt bis Sonntag dann durchgehend gibt es sogar jetzt den Gutscheincode Martin20, wo ihr also auf euren Einkauf ab 70 Euro auch noch mal 20% oben drauf kriegt. Das heißt, die Preise sind sowieso schon bis zu 80% reduziert, plus 20% Rabatt. Das ist schon eine ganze Menge, Freunde. Also checkt das auf jeden Fall aus. Neosubs, Smilodogs, funktioniert der Code Martin20. Und wenn ihr nicht auf die 70 Euro kommt, dann bleibt halt bei Martin 10, ist auch in Ordnung. Von daher alles schön. Dann beginnen wir mit ein kleines bisschen Unlimited Wrestling News, denn wir haben eine neue Website geleakt, die im Groben und Ganzen aussieht wie die alte. Aber da konnten wir einiges Neues implementieren. Das heißt, wir haben die letzten Wochen eigentlich die ganze Zeit daran gearbeitet, dass die Seite halt noch geiler wird. Damit verbunden konnten wir jetzt auch zum Beispiel den Shop, der ja sonst eigentlich ausgelagert war, direkt auf unserer Homepage einbinden und da halt viel mehr Produkte anbieten. Also der Shop ist halt jetzt auf der Homepage verfügbar. Also checkt auf jeden Fall mal unlimitedwrestling.de aus. Da findet ihr also alle Infos zu allen Wrestlern, zu allen Shows. Ihr könnt die Tickets für die nächste Show kaufen und egal wann sie ist, weil aktuell Corona ja nun mal auch ein bisschen schwierig ist, die Tickets gelten dann immer für die Show, die dann halt als nächstes kommt. Deswegen könnt ihr auch jetzt schon Tickets kaufen und dann werden wir halt die Show machen, wann es dann halt wieder geht. Und dann habe ich auch immer mal so ein paar Sachen, die ich auch wieder verkaufen will, weil ich halt einfach zu viele Wrestling-Sachen habe. Figuren und Titel und naja, ihr kennt mich ja mittlerweile. Von daher gibt es auch ab und zu mal Momente, wo ich dann wieder was loswerden will. Und dafür habe ich jetzt dann quasi eine separate Auktionsseite im Shop eingerichtet und dort findet ihr dann die Möglichkeit auch selbst noch was zu holen. Und da gibt es zum Beispiel auch diesen IWGP Heavyweight Titel aktuell zu bekommen. Also ja, checkt das gerne mal aus, wen das interessiert. Einfach mal unlimitedwrestling.de. Und natürlich gibt es dadurch dann auch bei mir im Shop 10% Rabatt über das Black Weekend. Also einfach mit dem Gutscheincode Black Weekend beim Checkout und dann gibt es auch alles mögliche Martin Guerrero Merch und Unlimited Merch und Wrestling Gym Merch und ja, checkt es einfach aus. Dann zu den restlichen News. Es gibt ja immer mal wieder so ein bisschen Kritik gegen die All Elite Women's Division und die ist ja eigentlich so ein bisschen überwacht und geführt von Kenny Omega, der da natürlich sehr viel Ambitionen hat. Jetzt hat er in einem Interview darüber gesprochen, was er da genau verfolgt, denn er sieht das so, dass er natürlich mit seiner Women's Division versucht, möglichst viel Variation einzubringen. Das heißt, wir haben immer Ladies, die halt verschiedene Größen haben, verschiedene Wrestling-Stile haben und halt sehr unterschiedlich aussehen und unterschiedlich wresteln, sich bewegen. Das heißt, Kenny Omega ist da halt wirklich die Variation am allerwichtigsten und nimmt sich dann natürlich auch beim Verpflichten von Damen genau diese Sachen raus. Also pickt sich dann halt wirklich jemanden raus, den er von diesem Stil vielleicht noch nicht im Roster hat. Das Einzige, was er sagt, was die Women's Division braucht, ist mehr Zeit. Mehr Zeit vor der Kamera, die sie aktuell nicht so bekommen, wie sie es gerne hätten. Dazu meinte er, dass er am liebsten eigentlich eine einzelne Show nur für die All Elite Damen haben wollen würde. Ist natürlich die Frage, ob man das wirklich so umsetzen möchte, denn natürlich würden dann auch viel mehr Leute nicht diese Women's Shows gucken, weil sie ja nur Dynamite verfolgen wollen und ja, also du hast dann natürlich ein bisschen spezifischer die Leute, die halt Women's Wrestling sehen wollen, aber du hast dann halt auch weniger Leute, die generell Wrestling sehen wollen, die dann auf diese Women's Shows kommen. Ist sicherlich ein bisschen schwierig. Übrigens wird er auch am 12. Dezember, wo die nächste AAA-Veranstaltung ist, also Triple Mania, seinen AAA Mega-Titel verteidigen gegen Laredo Kid. Und das Ganze wird dann auch in Mexiko stattfinden, aber halt auch in einer leeren Halle, also kein Publikum, ebenfalls Mexiko ist halt von der ganzen Sache betroffen und ja, auch hier also ohne Zuschauer. Dann gab es ein Interview mit dem Betreiber des Pro Wrestling Tees Shop und der wurde gefragt, was denn die bestlaufenden T-Shirt-Sales eigentlich von Wrestlern in diesem Jahr waren. Und da steht auf Platz 1 und Platz 2 Orange Cassidy, der die meisten T-Shirts verkauft hat. Dazu gehört das Freshly Squeezed
T-Shirt und das, wo einfach nur sein Gesicht auf einem weißen T-Shirt ist. Die beiden Shirts gehen also am besten. Trotzdem ist der, der die meisten Shirts gesamtmäßig gesehen in diesem Jahr verkauft hat, Chris Jericho, da Jericho ja Sachen von ihm hat, vom Inner Circle und so weiter. Und damit zusammengerechnet macht Jericho im Pro Wrestling Tees Shop am meisten Umsatz, aber halt dicht gefolgt von Orange Cassidy. Dann kennen einige von euch vielleicht auch noch den Wrestler Gilbert, der ja quasi so eine Parodie auf Goldberg war. Dieser hatte, so wie James Ellsworth über Social Media bekannt gegeben hat, einen Herzinfarkt. Mittlerweile ist er zwar außer Gefahr, aber trotzdem wieder eine schwierige Situation. Für das WWE Network werden ja immer mal wieder Dokumentationen produziert und hier kann ich euch wirklich mal die WWE 24 Serie mit ans Herz legen. Und hier wird einer der nächsten Leute Keith Lee sein, um den eine Dokumentation gedreht wurde. Wann die allerdings ausgestrahlt wird, ist bisher noch nicht bekannt. Trotzdem sind die Dinger echt cool und hier also mehr von Keith Lee zu erfahren, ist auch sehr schön. Die WWE trägt sich ja immer mal wieder neue Markenrechte ein. Das machen die eigentlich fast täglich, das Tagesgeschäft, nichts weiter Berauschendes. Aber in der letzten Zeit fangen die an, immer mehr ältere Sachen irgendwie weiterhin zu claimen. Da haben wir zum Beispiel Legend Killer für Randy Orton. Der hat sich zwar in der letzten Zeit auch wieder so betitelt, von daher ist das ja noch okay. Aber wir hatten auch teilweise Trademark-Eintragungen für John Cena und jetzt zuletzt für Dean Ambrose. Und Dean Ambrose ist All Elite Champion, also unter dem Namen John Moxley jetzt. Und das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Klar kann man hier auch noch nachträglich Sachen verkaufen über den Namen. Aber trotzdem ist es auch wieder sehr eigenartig, dass die WWE sich auch noch die Namen der Ex-Wrestler weiterhin claimen lässt, damit man da nicht irgendwie noch andere Sachen mitmachen kann. Ist halt auch wieder okay, von mir aus. Scheint wohl nicht so teuer zu sein, sowas zu machen. So, Freunde, das war es auch schon erstmal wieder mit den News, da ich diese Woche 4 News-Episoden gemacht habe. War natürlich heute dann nicht so viel mit am Start. Aber trotzdem, hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Außerdem möchte ich mal gerne, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, über welche Themen ich noch reden kann. Denn ich hatte ja zum Beispiel vor kurzem so ein Laber-Video-Format hier angefangen, wo ich jetzt zum Beispiel über 2K gesprochen habe und die WWE-Spiele und sowas. Und da ist halt die Frage, über welche Themen wollt ihr, dass ich sonst auch noch rede? Ich habe zwar auch einiges im Petto, aber vielleicht habt ihr auch noch coole Ideen. Schreibt mir gerne mal hier in die Kommentare und dann können wir uns mal hinsetzen und einfach mal ganz gemütlich drüber quatschen. Denn ihr habt ja auch schon mitbekommen, dass ich meine Figuren-Reviews jetzt so umgestellt habe, dass ihr mehr mitbekommt, dass ich neben den Figuren auch über den Wrestler spreche. Also das hat ja schon mal so weit gepasst. Aber auch so natürlich, was habt ihr so für Themen? Wo drückt der Schuh? Wo soll ich drüber reden? Gerne in die Kommentare. Und dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag. Daumen nach oben, Abo da, das Glocke aktivieren. Kanalmitglied werden. Ihr kennt den ganzen Spaß. Haut rein und ciao.